Moin, moin, Leute. Der Fungifighter meldet sich zurück von einem potenziellen Morchelstandort. Ein schönes Waldstück. Hinten ist auch noch ein kleiner Teich. Und ja, wir haben viele Anzeigerpflanzen, etc. schon gesehen. Schlüsselblume, gefleckter Ahornstab, Bärlauch. Und eigentlich hatte ich gar nicht vor, heute ein Video zu machen, sondern erstmal nur gucken, was machen die Morchelplätze, geht's voran? Doch dann bin ich schon auf die ersten interessanten Sachen getroffen. So, schauen wir mal hier. Haben wir einen Becherling. Meiner Meinung nach dürfte das der adrige Morchelbecherling sein. Vorne auch noch ein sehr großes Exemplar. Ich schaue mich gleich mal um, ob es hier noch mehr gibt. Dort ein altes Exemplar. Und die adrigen Morchelbecherlinge haben eine Eigenschaft, ich nehme den mal raus, dass sie stark nach Chlor riechen. So, einmal die Geruchsprobe. Oh ja. Eindeutig ein sehr chloriger Geruch. Irgendwas scharf. Wirklich ein schönes, großes Exemplar. Ich schaue mal, welche davon noch gut sind. Und die werden dann mit eingepackt. Ja, hier haben wir auch noch mal ein schönes kleines Exemplar. Was heißt klein? So klein ist es dann auch noch wieder nicht. Schön zu sehen. Äußerlich etwas heller. Innen drinne ein Braunton. Ja, dieser eindeutig chlorige Geruch. Hier ist noch mal ein altes Exemplar. Der muss auf jeden Fall stehen bleiben. Und ja, meine Intuition hat sich somit bestätigt, dass das hier wirklich eine potenziell gute Morchelstelle ist. Wir haben ja auch kalkhaltigen Böden. Es stehen Eschen dazwischen, auch Nadelholz. An sich wirklich feucht, viele Kuhlen, wo sich Wasser drinne sammeln kann. Ja. Und ich habe noch eine weitere Pilzart entdeckt. Das dürfte der Glimmertintling sein, wenn ich mich nicht täusche. Der ist jetzt auch immer häufiger anzutreffen. Kommt meistens so an Totholz zum Vorschein. Haben wir hier vorne auch noch mal. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier irgendeinen Morchelbecherling zertrete. Auch noch mal Glimmertintlinge, die an der Esche hochkommen. Überall. Ich werde mich jetzt hier umschauen. Also die Morchelbecherlinge sind ja meist der Vorbote der Morchel, der Speisemorchel. Und man sagt ja allgemein, wo die vorkommt, da ist die Morchel nicht weit. Ich schaue mich jetzt noch weiter um und bis später. Ja, die kleine Runde hier in dem Waldgebiet war ja jetzt erstmal sehr erfolgreich. Die Morchelbecherlinge waren sogar ein Erstfund für mich. Ich werde zu Hause nochmal alle Merkmale abgleichen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es welche sind. Also was heißt hundertprozentig? Sagen wir noch 95%ig und ich schätze mal zu Hause, wenn ich die Merkmale alle abgeglichen habe, hundertprozentig. Falls es doch keine sind, würde ich das nochmal sagen. Ich werde jetzt einen Abstecher in das nächste Waldstück machen. Hier konnte ich jetzt keine Speisemorcheln oder Spitzmorcheln entdecken. Wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Vor knapp einer Woche war hier noch Eis und Schneeregen und alle möglichen Unwetterlagen, würde ich behaupten. Ja, kann sein, dass sich das noch ein bisschen hinzieht. Wahrscheinlich Ende April geht es dann los. Das mit dem Morchelbecherling ist wirklich toll und mal gucken, vielleicht gibt es im anderen Waldstück was. Dann sehen wir uns da gleich wieder. Ja, jetzt bin ich im neuen, ja, kleinen Waldgebiet. So von Feldern umgeben. Ich schätze mal, der Nährstoffeintrag ist hier schon relativ hoch, aber hier stehen hauptsächlich Eschen. Hier sind noch ein paar kleine Feuchtbiotope dabei. Ich werde mich jetzt hier mal umschauen. Ja, nur kurz. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob hier wirklich Morcheln wachsen. Ich schaue mich mal um und ja, wenn ich was finde, dann melde ich mich. Ja, und der erste Fund ist auch gleich gemacht.
gewaltige Judasohren. Also wirklich Riesendinger. Hier am ganzen Holunderstamm. Kann man schön erkennen. Diesen samtigen Hut. So eine leichte Aderung auch. Jo, ich werde mir die jetzt abmachen. Immer gut für asiatische Gerichte zum Trocknen. Und die kommen auf jeden Fall mit ins Körbchen. Super. Ja, jetzt bin ich im nächsten Waldstück angekommen. Auch ein sehr feuchtes Gebiet. Einer meiner heißesten Morchelkandidaten. Ich schaue mich jetzt hier erstmal um. Die Parameter sind wie immer gleich. Eschen, kalkhaltiger Boden, die Zeigerpflanzen stimmen auch. Und ja, wenn ich was finde, dann melde ich mich. Ja, also von der Natur her ist es hier wirklich ein ganz tolles Suchgebiet. Leider hat sich bisher noch nichts gezeigt. Aber bei diesem herrlichen Sonnenschein, man überlegt, dass wir vor einer Woche noch Schnee und Eis hatten. Und hier habe ich gerade was an dem Baumstumpf entdeckt. Also alte Samtfußrüblinge. Da schätze ich mal, dass das jetzt wirklich die letzten sind. Oder nein? Das gibt's doch gar nicht. Das sind die ersten Stockschwämmchen. Unglaublich. Die Stockschwämmchen sind jetzt hier auch schon da. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Man sieht ganz klar die Schüppchen am Stiel. Unglaublich, die ersten Stockschwämmchen. Ja, wo sind denn dann bloß die Morcheln? Noch ein paar Trameten. Aber mit Stockschwämmchen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Super. Und gleich so eine Menge. Wieder Judasohren. Wahrscheinlich hätte dieser kurze Kälteeinbruch und dann die viele Feuchtigkeit nochmal das Wachstum der Judasohren ordentlich angeregt. Mit dem Morcheln hatte ich bisher kein Glück oder hatte ich hier kein Glück. Ich befinde mich hier in Niedersachsen. Ich schätze mal, wahrscheinlich dauert es dann doch noch ein, zwei Wochen oder noch etwas länger. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall weiter am Ball bleiben. Weiterhin auf der Suche sein. Ihr könnt mich gerne begleiten. Lasst einfach ein Abo da. Und ach, hier kommt sogar noch der goldgelbe Zitterling zum Vorschein. Da ist er. Auch wahrscheinlich nochmal durch die Kälte angeregt. Ja, also noch hatte ich kein Glück mit den Speisemorcheln. Ich bleibe guter Hoffnung, guter Dinge, dass wir sie noch zusammen finden werden. Begleitet mich weiterhin. Ich habe jetzt nochmal einen schönen Schwung Judasohren. Die Stockschwämmchen zu der Jahreszeit sind natürlich auch phänomenal. Ich habe mir erstmal ein paar nur mitgenommen, nochmal zur genauen Bestimmung zu Hause. Bisschen Bärlauch gepflückt. Ja, so sieht das aus. Morchelbecherlinge. Genau, die Judasohren. Und ja, also insgesamt bin ich sehr zufrieden. Bleibt am Ball, gebt die Hoffnung nicht auf, wenn ihr auch noch keine Speisemorcheln gefunden habt. Und ja, viel Spaß bei der Suche. Macht's gut.